So, erstmal, heute, was geht ab, Leute, Hunger? Oh, nicht, dass wir überfahren werden. Gerade ein Upsell-Rate mitgenommen, ihr wisst, auf der Jagd nach einem 100er Shiny. Oder jeweils ein 100er unten Shiny. Muss nicht unbedingt ein 100er Shiny sein. Mit dem Kollegen André aka Tufkas, der mir gerade erzählt hat, dass er am Wochenende am Zapdos Day 100er Shiny Zapdos gefangen hat. Also Glückwunsch und Shoutout an ihn. Sein erster 100er legendär und direkt ein Shiny. Und ja, hab keine Ahnung, was wir heute so machen werden, aber auf jeden Fall gehen wir erstmal zum Penny, den ich neu entdeckt habe. So, kleiner Kulissenwechsel. Wir sind hier am Ostbahnhof angelangt. Das geht auch mal gut. So, war schon. Treffpunkt ist halb jetzt. Tati kommt gleich auch noch. Ja? Der Party. Oh mein Gott, Tati kommt gleich auch noch. Spontan. Hatte heute früh aus, hatte Nachtschicht, ein paar Sachen erledigt, durfte ich früher gehen. Dachte ich mir, ja, nutzen wir noch die letzten Stunden des Events, weil heute ist Doppelbombung wieder zu Ende. Bisschen entspannen von der Arbeit. Am Bordeauxplatz, alte Zeiten und dann. Bisschen reden. Bisschen reden, genau. Bisschen hier die Last von der Seele quatschen. Die leiden. Aber ja, wir nehmen jetzt den Regi Steely Raid hier mit und dann schauen wir mal. So, wir haben ein bisschen gequatscht. Und ja, jetzt machen wir noch einen Regi Steel, falls ich reinkomme. So. Angefangen. Fangen wir jetzt erst an, das sind 70 Sekunden. Das ist ein wildes Knuddelhof. Ja, ich bin auch noch nicht drin, Mann. Beruhigt euch mal. Es geht ab, Mann. Es geht ab, Tati. Tati, mein Freund, wie geht's dir? Müde bin ich, Mann. So. Wo sind die 11 Leute, Mann? Das frage ich mich auch. Auf einmal hieß es, los geht's. Wo? Ja, egal. Im Chat oder was? Nee, der kleine Junge. Achso. Er hat auf einmal gesagt, los geht's. Okay. Der kommt ja genau richtig. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Ja, an sich war lustig, die Jungs zu sehen. Bisschen gechillt, bisschen gelabert, alte Zeiten. Bisschen über die Welt philosophiert, ihr wisst schon. An sich, das Farmen war jetzt nebensächlich. Vor allem am Bordeauxplatz, da sind eh nur 4 Module an. Und ja, Doppelbonbon, noch ein bisschen genutzt. Jetzt endet es in 1,5 Stunden. Ich mache leider keinen Livestream dazu. Normalerweise machen wir Anfang des Events einen Livestream und dann am Ende auch nochmal. Aber ich bin echt K.O., ich bin echt todesmüde. Ich hau mich jetzt nach dem Video aufs Ohr. Aber davor wollte ich noch was ankündigen. Und zwar ist Dimi ja jetzt zurück. War echt eine Weile weg. Mehrere Monate, wenn nicht sogar ein komplettes Jahr. Und natürlich gibt es viele neue Sachen und er hat auch viele Fragen, die ich ihm halt natürlich gerne beantworte. Aber das hat mich auf so eine Idee gebracht und zwar eine neue Reihe, ein neues Segment für euch, weil die Fragen häufen sich in letzter Zeit und viele haben auch dieselben Fragen, auch dieselben wie Dimi. Und da dachte ich mir, starte ich dieses neue Segment und das Besondere an diesem Segment, es dauert maximal eine Minute. Ich versuche da in jeder Folge eine der relativ häufig gestellten Fragen wirklich kurz und knapp innerhalb einer Minute und drunter zu beantworten. Kein Drumherum, kein Ausschweifen, kein Ausschmücken. Einfach nur die Frage beantworten. So soll es sein, so mag ich es. Und ist, glaube ich, am effektivsten auch, vor allem für die ganzen neuen Spieler. Ich habe echt gemerkt, jetzt in letzter Zeit sind wieder viele neue Spieler dazu gekommen. Nicht nur Dimi zum Beispiel, sondern echt wieder viele Spieler. Ich glaube, so ein zweiter kleiner Hype ist zurück. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das auch bemerkt habt, dass wieder viele Spieler angefangen haben. Und ja, denkt ihr, das ist so ein zweiter kleiner Hype? Und dementsprechend habe ich mir das neue Segment überlegt. Denke, kann nicht schaden. Stellt mir unten in den Kommentaren eure Fragen und ja, ein paar von denen werde ich mir aussuchen für die nächsten Folgen von dem neuen Segment. Und falls ihr eine Idee habt, wie ich das neue Segment nennen soll. Ich habe da noch keinen Plan. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.